Hallo und herzlich willkommen mal wieder zu einem neuen Projekt auf diesem Channel. Lang, lang ist's her. Ich habe mir gedacht, jetzt kommt ja demnächst der Stardew Valley Multiplayer raus und dahingehend habe ich natürlich auch schon wieder seit ein paar Monaten wieder etwas mehr gespielt und dachte mir, warum machst du nicht eigentlich mal ein paar Infovideos? Dafür starten wir eine neue Farm, einen neuen Hof und wir wollen uns heute mal mit den fünf möglichen Fähigkeiten, die wir aufleveln können, beschäftigen und dafür würde ich sagen, starten wir einfach rein. Und da sind wir auch schon. Willkommen im Spiel. Wir sind in einer neuen Farm gestartet und haben hier unsere Pastinaken. Du hast 15 Samen für Pastinaken erhalten. Hier eine Kleinigkeit, um den Start zu erleichtern. Bürgermeister Louis. Dankeschön, Bürgermeister Louis. Diese Pastinaken werden wir auch gleich brauchen, um uns den Anfang anzugucken. Ganz kurz, wir sehen unsere Fähigkeiten, wenn wir ins Menü gehen und dann natürlich auf den Fähigkeiten-Tab. Da sehen wir haben die Hofarbeit, die Minenarbeit, das Sammeln, das Fischen, den Kampf. Alle sind jetzt gerade noch auf Level 0. Wir wollen sie dann bis auf Stufe 10 bringen. Ich möchte euch zeigen, wie ihr in den jeweiligen Sachen die Erfahrungspunkte dafür bekommt. Was euch da auflevelt und was euch erwartet, wenn ihr auf Level 5 oder auf Level 10 kommt, denn da erwarten uns Jobs, die uns noch ein paar kleine Boni bringen. Die erste Fähigkeit, die wir uns angucken wollen, ist das Farming oder im Deutschen die Hofarbeit. Ihr seht schon, ich habe ganz schnell die Pastinaken hier gepflanzt. Sie brauchen noch 4 Tage oder wie ich mal sage, sie brauchen keine Tage mehr. Wenn ihr eine Pflanze bereit zum Ernten habt, könnt ihr die einfach ernten und ihr seht, Hofbuch aktualisiert und wir bekommen 8 Erfahrungspunkte. Wir brauchen für das erste Level 100 Erfahrungspunkte. Ui. Das heißt, wenn wir unsere ganzen Pastinaken geerntet haben, zack, zack, zack und schon seht ihr, sind wir da unten auf 1 gegangen und wenn wir uns jetzt schlafen begeben, dann zack, gehen wir ins Bett. Sehen wir, kommen wir auf der Hofarbeit auf Stufe 1. Wir bekommen Rezepte hinzu, um Sachen herzustellen und unsere Effektivität steigert sich. So, wir sind auf Level 5 angekommen, auf Stufe 5, Level 5, wie auch immer. Und da können wir uns für eins von 2 Wegen entscheiden. Einmal der Viehzüchter, das bedeutet, dass tierische Produkte 20% mehr wert sind. Oder wir nehmen den Ackerbauer, da sind die Nutzpflanzen 10% mehr wert. Die Auswahl, die wir jetzt treffen, wird uns auf Level 10 nochmal wichtig werden, denn da werden wir sehen, dass sich das, je nachdem, was wir jetzt auswählen, verändert, was wir dann wählen können. Wir wählen als erstes den Viehzüchter und wir sehen uns gleich auf Stufe 10. So, auf Stufe 10 angekommen, nachdem wir uns für den Viehzüchter entschieden haben, können wir uns jetzt aussuchen, wollen wir Stallmeister werden. Das heißt, Tiere im Hühnerstall mögen uns schneller und die Brutzeit von eierlegenden Tieren wird halbiert. Das heißt, unsere Enten und unsere Hühner schlüpfen schneller. Oder die Tiere im Stall mögen uns mehr oder schneller. Das sind Kühe, Schweine, Schafe und Ziegen. Und Schafe produzieren schneller Wolle. Hier würde ich zum Hirten tendieren. Da ganz klar die Schweine mit ihrem Trüffel suchen doch der ertragreichste Weg sind. Haben wir auf Stufe 5 den Ackerbauern ausgewählt, können wir uns jetzt entscheiden, den Handwerker zu nehmen oder den Landwirt. Beim Landwirt wachsen alle Pflanzen 10% schneller, was sich allerdings nur bei Pflanzen auswirkt, die auch wirklich lange wachsen. Haben wir den Handwerker ausgewählt, dann sind Handwerkswaren wie Wein, Käse oder Öl 40% mehr wert. Das ist tatsächlich eine ziemlich gute Steigerung für Leute, die schnell an Geld kommen möchten. Als nächstes wollen wir uns mal mit dem Minenarbeitsskill beschäftigen. Der Minenarbeitsskill wird, wie er schon sagt, bei der Minenarbeit erhöht. Dabei können wir Steine auf unserer Farm zerschlagen oder auch Steine in der Mine. Dabei sind aber nur eine Art bestimmte Steine, die uns wirklich Erfahrungspunkte bringen. Und die möchte ich euch jetzt zeigen. Dazu müsst ihr am 5. Tag oder ab dem 5. Tag nach Norden gehen, an Robins Shop vorbei und dann kommt ihr hier zur Mine. Wenn ihr dort reingeht, erwartet euch eine kleine Cutscene, die wir jetzt ganz kurz überspringen. Und dann habt ihr ein rostiges Schwert und den Auftrag, die Mine zu untersuchen. Ihr geht einmal hier runter und
seht, hier sind verschiedene Steine. Wir brauchen die Spitzhacke. Und ihr seht, wenn wir hier einfach Steine zerschlagen, passiert nichts. Aber wenn wir diese grauen Felsen zerschlagen, zack, die brauchen 2 Steine, dann seht ihr, ihr habt 3 Erfahrungspunkte. Eine weitere Möglichkeit, Minenerfahrungspunkte zu sammeln, sind diese Erzvorkommen. Wenn ihr diese zerschlagt, dann bekommt ihr auch je nach dem, was ihr zerschlagt, hier bis zu 5 Erfahrungspunkte für Kupfererz, aber für andere Erze dann natürlich dementsprechend mehr. Wie bereits erwähnt, bekommt ihr auf eurer Farm für das Zerschlagen von Steinen Erfahrungspunkte, denn das sind ja diese grauen. Aber ihr seht, wir bekommen nur einen Erfahrungspunkt dafür, das heißt, das wird eine Weile dauern, bis wir dann auf Level 1 angekommen sind. Wenn wir dann auch hier die 100 Erfahrungspunkte gemacht haben, sehen wir auch hier, wir sind auf Level 1 und sobald wir uns schlafen legen, bekommen wir auch hier unser erstes Level Up. Bekommen ein neues Rezept und eine Spitzhacken-Effektivität dazu. Wenn wir in der Minenarbeit die Stufe 5 erreichen, können wir uns wieder einen Beruf auswählen, entweder den Minenarbeiter, was uns ein Erz pro Vene mehr bringt. Das heißt, ihr habt ja gesehen, dass ich das Kupfererz dort aufgeschlagen habe. Dort würden wir jetzt ein Erz mehr rausbekommen. Oder den Geologen, das heißt, mit bestimmter Wahrscheinlichkeit tauchen Edelsteine in Paaren auf. Ich wähle den Geologen, weil ich ihn einfach ja, praktischer finde. Der Minenarbeiter hat auf jeden Fall aber auch seine Berechtigung, wenn man schnell an Erze kommen will, die man später dann noch braucht. Haben wir auf Level 5 den Minenarbeiter ausgewählt, können wir uns auf Stufe 10 für den Schmied oder den Erzsucher entscheiden. Der Schmied sorgt dafür, dass Metallwaren 50% mehr wert sind. Das trifft zu für Kupfer, Eisen, Gold und Iridiumbarren. Und der Erzsucher, die Wahrscheinlichkeit, dass Kohle gefunden wird, ist verdoppelt. Das heißt, wir finden mehr oder minder doppelt so viel Kohle. Haben wir auf Stufe 5 den Geologen ausgewählt, können wir uns jetzt zwischen dem Ausgräber und den Gemmologen entscheiden. Der Ausgräber sorgt dafür, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Geoden gefunden werden, verdoppelt ist. Und wir haben mit dem Gemmologen unsere Edelsteine einfach zu 30% mehr wert. Das ist für Leute, die sehr schnell ihre Sammlung vervollständigen wollen, denn man kann in Geoden sämtliche Artefakte und auch Edelsteine finden. Und der Gemmologe ist halt wirklich für Leute geeignet, die schnell Geld machen wollen, um sich dann zum Beispiel einige Sachen freizukaufen oder die Farm schnell zu erweitern. Ein kleiner Nachtrag noch zur Minenarbeit. Hier haben wir das erste Mal einen Edelstein gefunden. Wenn wir den also zerschlagen, bekommen wir einen Amethyst raus. So ähnlich können die Edelsteinerze aussehen. Das war jetzt ein Amethyst, aber es gibt natürlich auch Diamanten und Rubine und Saphire und was es nicht alles gibt. Als nächstes wollen wir uns einmal mit dem Sammeln beschäftigen. Sammeln können wir allerlei Gegenstände, die wir über die Map verteilt finden. Sie liegen sehr oft einfach so rum, wie hier unsere Narzissen oder hier unseren Löwenzahn, noch eine Narzisse, und es spawnen jeden Tag ein paar neue, sobald dann Platz ist, auf den verschiedenen Maps. Ihr solltet deswegen immer rumgucken. Das ist auch eine super Möglichkeit, ganz am Anfang schon Geld zu machen. Eine weitere Möglichkeit, Erfahrungspunkte für das Sammeln zu bekommen, ist das Holzhacken. Dabei gibt jeder Baum Erfahrungspunkte, wenn wir ihn einfach anhacken. Wenn wir nach 10 Schlägen, werden wir sehen, dass der Baum gleich umfällt und wir bekommen 12 Erfahrungspunkte. Beachtet dabei, dass nur der obere Teil des Baumes Erfahrungspunkte gibt. Auch diese kleinen hier geben keine weiteren Erfahrungspunkte, diese Stämme auch nicht. Nachdem wir das Level Up erreicht haben, was ich hier unten gesehen habe, was ihr selber nicht seht, wenn ihr ungemoddet spielt, gehen wir wieder an das Bett und merken dann, oh, wir sind auf Stufe 1. Dabei haben wir nicht diesmal nur die Arzt-Effektivität und ein Herstellungsrezept, sondern Bäume lassen manchmal Samen fallen. Wenn jetzt ein Baum fällt, dann kann es passieren, dass er den dazugehörigen Samen fallen lässt. Auf Stufe 5 dürfen wir uns auch für das Sammeln das erste Mal einen Beruf auswählen. Dazu können wir entweder den Förster nehmen, wo das Holz dann 50% mehr wert ist, wenn wir es denn verkaufen würden, oder den Sammler, wo mit bestimmter Wahrscheinlichkeit der Ertrag gesammelter
Gegenstände verdoppelt ist. Das heißt, so wie wir erst zum Beispiel den Löwenzahn aufgesammelt haben, diese Gegenstände können dann einfach zweimal in unserem Inventar auftauchen. Haben wir uns auf Stufe 5 für den Förster entschieden, können wir uns auf Stufe 10 für den Holzfäller oder den Zapfmeister entscheiden. Der Holzfäller, dabei hinterlassen alle Bäume mit bestimmter Wahrscheinlichkeit Hartholz zusätzlich zum normalen Holz und zum Harz, das sie fallen lassen. Das ist sehr praktisch, gerade wenn man nicht die Waldkarte spielt, weil man Hartholz immer gut gebrauchen kann und später auch größere Mengen dazu braucht. Der Zapfmeister, Sirup ist 25% mehr wert, wenn man sich darauf verlegt, ein paar Bäume zu pflanzen und da dann Zapfhähne anzubauen, dann ist der Sirup mehr wert, das lohnt sich dann auch. Haben wir auf Stufe 5 den Sammler ausgewählt, können wir uns jetzt zwischen dem Botanisten und dem Fährtenleser entscheiden. Der Botanist sagt uns, dass gesammelte Gegenstände immer die höchste Qualität, das ist Iridium-Qualität, haben. Diese ist standardmäßig nicht im Spiel erreichbar, nur durch den Botanisten können wir die Sachen auch in Iridium-Qualität finden. Und Fährtenleser, also nur für Sammelgegenstände. Und Fährtenleser würde uns auf der Karte anzeigen, wo denn die sammelbaren Sachen sind. Das ist ja so semi nützlich, denn wenn ihr hierher gekommen seid, seid ihr wahrscheinlich nicht mehr darauf angewiesen, sie zu suchen, die einzelnen Sachen. Deswegen finde ich den Botanisten extrem praktisch. Ein zusätzlicher Tipp zum Botanisten ist der, dass Schweine Trüffel produzieren und diese Trüffel zählen als Sammelgegenstände. Das heißt, wenn ihr den Botanisten habt, dann werden auch diese Trüffel Iridium-Qualität besitzen und somit 1250 wert sein, anstatt normalerweise um 600 bis 900, so in der Drehe. Jetzt wollen wir uns einmal das Fischen angucken. Um fischen zu können, brauchen wir eine Angel und die bekommen wir von Willy. Willy wird uns einen Brief schreiben. Hallo, ich bin gerade von einem Angeltrip zurückgekommen. Du sollst mal am Strand vorbeikommen. Ich habe etwas für dich, Willy. Wir gehen einmal zum Strand und werden dort eine Cutscene triggern. Hier haben wir eine kurze Cutscene, in der Willy uns sagt, hey, ho, ahoi Bürschchen, hab gehört, es gäbe einen Neuling in der Stadt. Gut, dich endlich kennenzulernen. Wir bekommen die Angel, bla bla bla. Können wir das natürlich nicht mehr springen. Jetzt können wir es überspringen. Und wir haben jetzt eine Angel. Angel ist eine der langwierigeren Erfahrungspunkte-Sammeltouren, denn wir müssen dazu, wie man sich schon denken konnte, angeln. Wir haben eine Angel. Wir müssen sie auswerfen. Dann müssen wir warten, bis ein Fisch anbeißt. Und dann haben wir ein kleines Minispiel, um den Fisch zu fangen. Wir warten. Warten und wir warten und es beißt etwas an. Treffer. Und jetzt müssen wir versuchen, diese grüne Leiste über dem Fisch zu lassen. Ich hoffe, man hört meine Maus nicht ganz so laut. So, ihr habt es gesehen, wenn man die Maustaste gedrückt hält, bekommt man das Ganze dann auch hoch und wenn man sie loslässt, geht der Balken wieder runter. Wir haben einen Gotteslachs gefangen. Das ist doch etwas Tolles und wir bekommen auch eine Länge angezeigt. Da wird er uns intern immer wieder sagen, hey, wir haben einen längeren gefangen oder so, das ist einen größeren Fisch. Das wird er uns mal als Rekord anzeigen, das ändert aber nichts am Spiel. So, das Level 1 ist erreicht und ich habe gerade eben in einer Schatztruhe noch 2 Kohle erhalten und 10 Köder. Die Köder können wir mit der Standardangel, der Bambusstange, noch nicht benutzen. Später hilft sie uns, leichter Fische zu fangen. Wenn sie dann an der Angel angebracht ist, werden die Fische schneller anbeißen und ihr werdet umso sicherer Fische fangen. Wenn wir Stufe 5 erreichen, können wir uns das erste Mal beim Fischen einen Beruf auswählen. Das ist einmal der Fischer, das sind Fische 25% mehr wert. Oder der Fallensteller, wenn ihr Krabbenreusen bauen wollt, dann müsst ihr dafür jetzt weniger Rohstoffe ausgeben, um euch die selber zu bauen. Haben wir auf Level 5 den Fischer ausgewählt. Können wir jetzt den Angler auswählen, dann sind Fische 50% mehr wert oder den Pirat, damit finden wir doppelt so viele Schätze, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit ist verdoppelt, dass wir überhaupt einen Schatz finden beim Angeln. Diese Schätze können ganz nützlich sein, da können allerlei Edelsteine drin sein, Rohstoffe, aber auch bestimmte Artefakte findet man in
Fishing Chests, also in so Schatzkisten. Haben wir uns auf Level 5 für den Fallensteller entschieden, können wir uns jetzt spezialisieren zum Seemann, sodass unsere Krabbenreusen keinen Müll mehr fangen. Denn das kann auch passieren, dass wir in der Krabbenreuse Fische fangen oder Krabben oder halt nur Müll. Oder wir können den Lockmeister auswählen, dann brauchen wir keinen Köder mehr in unseren Krabbenreusen und sie produzieren jeden Tag auf jeden Fall etwas. Als letzte Fähigkeit, wo man sich Berufe auswählen kann, wollen wir uns jetzt noch den Kampf anschauen. Dazu gehen wir einfach mal in die Mine, gehen hier herunter und schauen uns einmal um, ob wir hier nicht Monster finden. Wenn wir keine Monster finden, müssen wir natürlich erstmal den Weg nach unten finden. Das ging schnell. Und in der zweiten Ebene werden wir auf Monster treffen. Monster können wir mit unserem Schwert, wir haben am Anfang nur ein rostiges Schwert mit 2 bis 5 Schaden, können wir angreifen. Wir haben auf der linken Maustaste einen Schlag und auf der rechten Maustaste einen, einen Block, der uns jetzt gerade noch nicht so viel bringt. Und ihr seht, wir haben 3 Erfahrungspunkte bekommen, indem wir diesen Schleim besiegt haben. Je weiter runter wir kommen, desto stärker sind natürlich auch die Monster. Wenn ihr ein Level abbekommt bei dem Kampf, dann bekommt ihr jedes Level oder jede Stufe auch 5 Lebenspunkte hinzu und ein Herstellungsrezept. Die erste Berufsauswahl für die Kampffähigkeit sieht den Kämpfer voraus und den Kundschafter. Kämpfer heißt, alle Angriffe verursachen 10% mehr Schaden und Kundschafter, Wahrscheinlichkeit eines kritischen Treffers wird um 50% erhöht. Haben wir den Kämpfer ausgewählt, können wir jetzt den Schläger auswählen oder den Verteidiger. Beim Schläger verursachen wir nochmal 15% mehr Schaden. Beim Verteidiger bekommen wir 25 Lebenspunkte dazu. Das heißt auch, dass wir beim Schläger keine Lebenspunkte dazu bekommen. Haben wir uns für den Kundschafter entschieden, haben wir jetzt die Möglichkeit, uns auf den Akrobaten oder auf den Desperado zu spezialisieren. Beim Akrobaten wird die Abklingzeit von Spezialaktionen halbiert. Beim Desperado sind kritische Treffer immer tödlich, egal wie stark der Gegner gerade noch ist und egal wie schwach unsere Waffe ist. Um die Fähigkeit Akrobat besser verstehen zu können, sei da kurz angemerkt, dass es 3 verschiedene Waffenarten gibt. Es gibt die Schwerter, die Dolche und die Knüppel. Jede davon hat eine spezielle Attacke, das heißt, wir können einfach zuschlagen mit den Sachen und wir können mit dem rechten Mausklick hier einen Block ausführen, hier einen ganz schnellen Angriff ausführen und hier eine Attacke, die halt so eine Art Rundumschlag erzeugt, den mehrere Gegner trifft. So, damit haben wir uns alle Fähigkeiten einmal angeschaut. Ihr seht, alle Fähigkeiten sind jetzt auf Stufe 10, haben auf Stufe 5 eine Profession ausgewählt und haben auf Stufe 10 nochmal eine weitere verzweigte Profession ausgewählt. Es gibt insgesamt also jeweils 4 Wege, die ihr hier auswählen könnt, was bei 5 bei 5 verschiedenen Kategorien natürlich sehr viel Auswahlmöglichkeiten schafft. Und denkt daran, wenn ihr das jetzt macht, jetzt zur Zeit könnt ihr das nicht ändern, aber im neuen Update soll die Möglichkeit sein, sich seine Fähigkeiten nochmal neu zu verteilen und nochmal neu hier auf Level 5 und auf Level 10 die Sachen auszuwählen. Ich bedanke mich dafür, dass ihr zugeschaut habt und freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin und tschüss.